Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und vor mir steht der MSI Wind U200, der ja erst am Donnerstag in Frankfurt und in Taipei vorgestellt wurde. Hierbei handelt es sich um den großen Bruder vom MSI Wind U100, den sicherlich noch einige von euch kennen. Aber der Unterschied bei dem neuen ist natürlich, dass es ein 12-Zoll-Display hat und natürlich ein Intel Celeron M ULV, also Ultra Low Voltage CPU mit 1,2 GHz. Das ist ein bisschen schneller als der Intel Atom. Wie ihr sehen könnt, ist auch die Tastatur recht groß. Die erstreckt sich über die gesamte Breite des Gerätes. Und das Touchpad hat eine angenehm glatte Oberfläche und zwei separate Maustasten. Hier haben wir den Anschalter und hier die Status-LEDs. Und nun zeige ich euch mal die Anschlüsse des Gerätes. Wie man auf den ersten Blick sehen kann, natürlich ein schlankes Design für ein 12-Zoll-Gerät. Es ist zwar noch ein Pre-Production-Sample, aber die Anschlüsse, die ich euch jetzt zeigen werde, werden wohl gleich bleiben. Da haben wir jetzt zum Beispiel auf der linken Seite den Anschluss fürs Netzteil, dann fürs VGA, damit ihr es schön an euren TFT zu Hause anschließen könnt, HDMI, dann könnt ihr es an euren Plasma- oder LCD-Fernseher anschließen, ein USB auf der linken Seite, vorne nichts. Und dann auf der rechten Seite für den Kopfhörer das Mikrofon. Hier ist ein Gummipfropfen, ich weiß nicht, was da reinkommt. Zweimal USB, ein Kartenleser für euer Netzwerk hier der Anschluss und einmal Kensington Lock. Hinten befindet sich kein Anschluss. Wenn man den Akku entfernt, kommt dann der SIM-Kartenslot zum Vorschein. Also hält sich MSI noch die Option frei, hier ein UMTS-Modul einzubauen. Wie man sieht, ist der SIM-Kartenleser schon voll funktionsfähig. Die SIM-Karte rastet hörbar ein. Weitere Tests, Bilder und Videos vom Pre-Production-Sample und später dann natürlich auch noch vom finalen Produkt findet ihr dann auf newgadgets.de.